Gesundheit! Danke. Wir spielen heute ein kleines süßes Indie-Horrorspiel, das nennt sich Pineapple on Pizza. Also zu Deutsch übersetzt, Ananas auf Pizza. Und ich weiß gar nicht, was die meisten Leute haben. Ananas auf Pizza schmeckt doch gut. Habt ihr das überhaupt schon mal probiert, ihr Schweine? Ruhig, Snidey, nimm deine Pillen. Auf jeden Fall ist es mal wieder so ein Spiel mit mehreren Enden und wir werden ein... Yo, was stimmt mit euch nicht? Die machen den Depp im Jahre 2023. 2016 hat angerufen, die wollen ihren Tanz zurück. Okay, aber bevor wir uns darüber aufregen, können wir hier sehen, dass es viele Errungenschaften in diesem Spiel gibt. Und an denen werden wir uns jetzt einfach mal orientieren. Escape, verschwinde von der Insel. Oh, nichts leichter als das. Ich hoffe, ich kann schwimmen. Oh, hier ist eine unsichtbare Wand. Hilfe! Ich bin gefangen auf dieser Insel mit tanzenden Ureinwohnern. Aber ehrlich gesagt seid ihr mir lieber als diese Kannibalen. Also wenn ich mal... Oh, das ist aber ein großer Kreis. Kann ich in die Mitte gehen? Errungenschaft freigeschaltet, Zirkel! Also Leute, ich muss sagen, ich mag euch echt. Wenn ich mal auf einer Insel stranden sollte, dann möchte ich auf jeden Fall auf dieser hier stranden. Errungenschaft freigeschaltet. Kids, die spielen. Yo, Kinder! Hat euch niemand gesagt, dass es gefährlich ist? Ihr könnt euren Kopf anschlagen... Oh mein Gott, das war ein ganz schön weiter Sprung, um ehrlich zu sein. Vergesst es, auf dieser Insel werden die neuen Michael Jordan ausgebildet. Okay, eigentlich netter Popo. Können wir hier gerade nur erkunden, ne? Und dabei versuchen, möglichst viele Errungenschaften freizuschalten. Was geht hier vor sich? Du siehst echt cool aus. Als wärst du der Anführer. Klatsch, Patsch. Wohin kommen wir hier? Ey, und die machen den Jump-Tanz. Den Tanz mag ich. Ich frage mich, wie viele verschiedene Tänze es hier gibt. Oh, eine Schildkröte. Errungenschaft freigeschaltet, Turtle. Und ich bin mit Sicherheit auch nicht draufgetreten. Doch bin ich. Okay, und wer... Errungenschaft freigeschaltet. Talentierter Tänzer. Du bist wahrscheinlich der beste Tänzer hier. Mit deinen Stepptanz-Moves. Hi, 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 hi. Wenn du so weiter tanzt, fängt es gleich an zu regnen. Also ich finde, das läuft gut. Wir sammeln viele Errungenschaften hier. Bam, weg Vögel. Errungenschaft freigefallen, bester Freund. Oh, der ist süß. Der füttert sogar die Vögel mit so einem kleinen Fußwippen. Selbst bei so welchen Kleinigkeiten tanzen die Leute hier auf dieser Insel. Errungenschaft freigeschaltet, Plantage. Oh mein Gott, das ist ein Vulkan. Entschuldigung, Leute, kann ich hier mal, ich möchte einfach durchgehen. Ich möchte zu dem Vulkan. Kann ich hier nach oben oder ist hier gesperrt? Ich gehe einfach mal vorbei. Oh, das funktioniert. Wie nice. Ich habe zwar keine Lust zu verbrennen, aber... das war brutal, ehrlich gesagt. Jo, was passiert? Komme ich hier überhaupt noch? Die Lava steigt! Die Lava steigt! Leute, haut alle ab! Ich hab verkackt! Errungenschaft freigeschaltet. The floor is Lava. Aber irgendwie überleben wir die Lava. Die macht keinen Schaden. Und ich bin ja auch so ein komischer Dorfmensch. Also müsste das heißen, ne? Leute, ihr seid sicher, keine Sorge. Die Lava tut nichts. Die ist einfach nur... Yo, Leute, ist das euer neuer Tanz? Wieso schreit ihr alle so? Ich meine, die Lava macht... die Lava macht doch schon etwas. Ey, Leute, wie wär's mal mit Rennen? Wieso rennt ihr nicht? Die Lava kommt! Ihr könnt doch nicht so blöd sein! Ah! Jetzt hast du nur noch Schuhgröße 0. Oh mein Gott, hier kommt Pop... Alter, das sieht nice aus. Wegen dem Popcorn hat sich das schon irgendwie gelohnt. Also ich finde echt komisch, dass die Leute nicht anfangen zu laufen, weil... Ihr habt ein kleines Problem. Oh, da hinten ist sogar ein Haifisch. Krass. Und Segelschiffe gibt es auch. Tut mir leid, Leute, für das, was ich euch angetan... Hä? Oh, Pineapple on Pizza. Das in der Mitte ist eine Ananasscheibe. Ah! Die Ananas ist aber nicht gut verteilt. Die erste Runde lief doch schon mal sehr, sehr gut. Mehr oder weniger. Jetzt bin ich voll dafür, mir diese komischen Segelschiffe anzugucken. Oh, da hinten ist ein Eisberg. Spielen die Leute hier Titanic? Was ist das für eine Tanz? Fusion! Komm ich mit dem Segelschiff zu diesem Eisberg? Wo waren die denn überhaupt? Warte mal, hier waren wir eben gerade. Ah! Ich hoffe wirklich, das funktioniert. Errungenschaft freigeschaltet, Segelboot. Aber es fährt nicht los. So ein Kack! Wir kommen wohl doch nicht runter von dieser verdammten Insel. Aber wir haben schon einige Erfolge freigeschaltet. Ich würde gerne auf so einen Stein drauf gehen. Und ich frage mich halt immer noch, wie diese Errungenschaft Escape the Island zustande kommt. Baby, haben wir freigeschaltet. Oh, du hast das Baby in der Hand. Sieht aus wie ein kleines Streichholz. Wie entkommen wir von dieser Insel? Oh mein Gott, okay. Hier geht's wieder hoch zum Vulkan. Ey, ihr da auf dem Stein. Snidey kommt und putzt. Dann springt ihr wahrscheinlich... Oh mein Gott, ihr wollt wirklich springen, oder? Alles cool, alles cool. Das Leben lohnt sich noch. Das Leben lohnt sich doch, Leute. Bleibt bitte auf dem geraden Weg. Obwohl, nein.
Es gibt keinen Fallschaden. Und ich dachte, ich gehe drauf. Aber wir haben eine Errungenschaft freigeschaltet, und zwar die Klippe. Ich möchte trotzdem noch von dieser Insel entkommen, aber ich weiß nicht wie. Ey, macht ihr den Running Man? Das hier ist wirklich irgendwie ein Horrorspiel, weil mein Kopf von dieser Insel nicht runter und die Leute tanzen die ganze Zeit, die Musik bleibt gleich. Ich werde verrückt mit der Zeit. Ich trete schon wieder auf die Schildkröte. Wie soll ich denn von dieser Insel entkommen? Es muss einen Weg geben. Oh mein, okay, was beschützt ihr da? Ein bisschen Gras? Das ist komisch. Ihr seid komisch. War ich hier schon? Oh, warte mal, hier war ich schon. Alles cool. Hier müssten die Boote sein, aber... Wie nice! Komm ich da auch drunter? Komm schon. Respekt, Snily. Macarena. Da ist keine Stange mehr. Mein Bruder, du brauchst es gar nicht mehr zu probieren, um ehrlich zu sein. Das Ding ist, ich bin mir ziemlich sicher, ich habe diese Segelboote auch schon fahren sehen. Was ist denn das hier? Statue. Oh, nice, sieht die aus. Irgendwie ist das voll harmonisch. Wir sammeln einfach nur Erfolge. Obwohl ich ja dieser Insel entkommen möchte. Ha, bist du eine Frau? Weil, nein, du hast einen Bart. Komisch. Oh mein Gott, wie soll ich dieser Insel entkommen? Ich kann nicht mehr. Ich will diese Musik nicht mehr hören. Ich kann nicht schwimmen, ich kann nicht von der Klippe springen. Es gibt keine Chance, hier zu entkommen. Oder warte mal. Ich glaube, die Boote sind gefahren, als wir mit der Lava kamen. Ah, es gibt doch noch Leute mit Verstand auf dieser Insel, die versuchen, vor der Lava zu flüchten. Das heißt, ich muss jetzt erstmal die Boote finden. Da sind sie, die Boote. Alter, die Möwen stehen da irgendwie in der Luft, ne? Nice. Okay. Jump! Ouch! Es tut mir leid, Leute, dass ich euch alle wieder fertig machen soll. Aber mir bleibt leider nichts anderes übrig. Oh, da war die Boote. Wir dürfen nicht die Orientierung verlieren. Leute, die Lava kommt. Ihr könnt rennen oder ihr könnt weiter tanzen. Tut das, was euch glücklich macht. Aber ich stelle mich jetzt auf ein Boot und warte. Ich will nämlich leben im Gegensatz zu euch. Ihr, meine kleinen Ballerinas, tanzt in den Tod. Aber drei von euch kommen gefälligst davor hierher und fahren diese Boote hier weg. Oder vier. Oh, die eine Frau hatte ein Baby in der Hand, ne? Ah, tut mir leid für sie. Egal, du machst ein neues. Ein größeres, ein stärkeres, ein besseres. Alles, was passiert, passiert aus einem Grund. Wahrscheinlich wäre das Kind ein Mörder geworden. Du darfst dich also bedanken bei mir, Mama. Oh, warte, da kommt eine Frau. Das ist ein gutes Zeichen. Die Vernünftigen laufen. Ey, schiebt jemand auch mein Boot? Leute, Leute. Ey, ey. Okay, ihr. Dankeschön. Wir entkommen jetzt gemeinsam. Ja, lasst die anderen einfach da. Obwohl hier noch genug Leute auf das Boot draufpassen würden. Ihr habt nicht mal Proviant mitgenommen. Wir sind total am Popo. Ja, ich würde genauso ins Netz gucken. Kann ich auch ins Wasser springen? Oh nein. Unsichtbare Wand. Okay, und da hinten fliegt sogar ein Pfeil. Ich glaube, wir sind gegen den Eisberg gefahren. Gegen den einzigen Eisberg, der da war. Genial. Aber Leute, ich denke mal, das war's mit Pineapple von Pizza. Wir haben es geschafft, von der Insel zu entkommen. Ja, haben wir es geschafft zu entkommen? Ich meine, wir sind von der Insel entkommen. Wir sind trotzdem draufgegangen. Ein sehr cooles kleines Minispiel. Kann man auf jeden Fall machen, um sich mal zu entspannen und rumzugucken. Wie findet ihr das Spiel? Es ist umsonst bei Steam. Falls ihr wollt, schaut euch gerne selbst mal um. Wir sehen uns das nächste Mal. Ich und mein Teil beende hier das Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin. Bye, bye. I hit the function, hit the rosé till I hiccup. I hit the stage and leave with money, that's a sticker.